Und somit begrüße ich euch zu einem neuen Projekt bei mir. Und zwar The Last of Us Part 2. Oh, ich bin so gehypt, Leute. Ich bin so gehypt. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ja, also ich habe es nicht wirklich getestet. Das ist ein großes Problem. Aber ich hoffe, es funktioniert alles. Ich weiß, dass meine PlayStation sehr warm läuft. Ich hoffe, die explodiert mir nicht um die Ohren. Also, ansonsten, ich will gar nicht groß weiterreden. Ich will einfach direkt starten. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin echt mal gespannt, wie es wird. Ich habe mich überhaupt nicht null spoilern lassen. Das ist ja der Hammer. Also gar nichts. Nicht mal Trailer. Nichts. Ja, ich bin echt gespannt. Ich werde gucken, dass ich bei manchen Cutscenes meine Kamera wegmache. Einfach nur, um das Feeling beizubehalten. Und ansonsten würde ich sagen, wir starten direkt los. Oder? Ja, ich würde sagen ja. Ja. Doch, ich hoffe, es funktioniert. Also ich hoffe einfach. Einfach beten. Wir spielen... warte mal, Option kann ich ja mal kurz gucken. Aber ich glaube... Ich höre den Sound übrigens ein bisschen versetzt. Ihr nicht. Ja. Untertitel mache ich mal an. Wenn ich finde, Story-Dialog... Ja. Story-Kampf-Dialog. Ne, ich glaube, Story-Dialog reicht. Größe ist eigentlich okay. Hintergrund... Was ist ein Hintergrund? Ach so. Nee, lass mal ohne erstmal gucken. Namen, ja, damit man weiß, wer ist. Farbe. Brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Richtung passt so. Weiß ist auch okay. Ja, ich glaube, das ist okay so mit den Untertiteln. Anzeige sollte passen. Audio ist eigentlich alles oben. Ich hoffe, es ballert einen nicht weg. Bei euch kann ich es ein bisschen regulieren. Und ansonsten sollte es eigentlich funktionieren. Gut, auf geht's. Ja, neues Spiel starten, bitte. Auf, dabei bin ich mir noch nicht sicher. Ich bin am Überlegen, auf schwer zu spielen. Ich weiß noch nicht, ob schwer es irgendwie ein bisschen kaputt macht, wenn ich zu sehr verkacke. Aber ich kann auch cutten. Ja, aber vielleicht ist es eine kleine Herausforderung, eher auf schwer, anstatt auf mittel zu spielen. Ja, wir spielen auf mittel. Vielleicht spielen wir das irgendwann mal im Stream nochmal. Ja, vielleicht spielen wir es im Stream nochmal auf schwer durch. Je nachdem, wie mir das gefällt. Wir spielen erstmal so. Ich glaube, es ist alles richtig. Ansonsten kann ich das, glaube ich, immer noch ändern, hoffe ich. Ich lasse es einfach mal so und jetzt starten wir rein. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Fireflies bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei wäre sie gestorben. Gütiger Gott. Sir Akte? Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Ich bring dich hier raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Sicher die Ausgänge. Lass sie nicht entkommen. Scheiße. Verdammt.
Verdammt. Das ist... wirklich krass. Wie viel weiß Ellie? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität bedeutet nichts. Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Oh krass, ich kann spielen. Okay, so, da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich muss sagen, ich kann euch nur empfehlen, für die Leute, die... okay, ich reite mal so ein bisschen hinterher, das ist echt... wow, okay. Für die Leute, die Last of Us nicht kennen, guckt euch zuerst den ersten Teil irgendwo an. Ich habe ihn auch gespielt, für die Leute, die Interesse haben. Ansonsten, ich kann euch echt nur empfehlen, guckt euch den ersten Teil an. Weil es ist so... okay, gut. Ich glaube nicht, dass man hier schon viel finden kann oder so. Ist ja mehr so der Prolog. Es ist ein sehr gutes Spiel. Und es grenzt halt so gesehen direkt an Part 1 an. Ja, also es wurde jetzt so ein bisschen nochmal erklärt. Aber schaut euch den ersten Teil einfach an. Ja, also dann seid ihr mittendrin. Kann ich nur empfehlen. Ist ein so gutes Spiel für die Leute, die es nicht kennen. So gutes Spiel. Also hat es wirklich verdient. Ich kann auf L1 galoppieren, Alter. Oder auch nicht. Ach, da hat das links. So. Ah, okay. Einfach nur, um hinterherzukommen. Alter! Okay, das sieht ja mega... oh, wow, eine Stadt. Haben die inzwischen eine Stadt errichtet? Nee, es gab schon eine Stadt im ersten. Doch. Ist aber halt auch schon ein bisschen länger her, als ich das letzte Mal das gespielt habe. Aber, sollte nicht das Problem sein, denke ich. Das sollte nicht das Problem sein. Eigentlich habe ich ein sehr gutes Gedächtnis, was das angeht. Ja, ja. Aber ich muss sagen, es sieht sehr schön aus. Es sieht super gut aus. Ich muss nur gucken wegen der Helligkeit bei euch. Also, wenn... okay, springen hat er jetzt automatisch gemacht. Dann gucke ich nochmal, ja, wegen Lautstärke und so ein Kram. Das werde ich dann gucken. Ah, das ist schön. Also man will die Atmosphäre gar nicht so groß kaputt machen, muss ich sagen. Ah, das ist echt schön. Echt gut. Und ich finde es auch gut. Aber ich glaube, das ist bei jedem Spiel so. Dass der Stil auch da geblieben ist. So ein bisschen. Ich kann, glaube ich, ein bisschen schneller reiten. Ich muss sagen, die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Vielleicht kann man das noch umstellen. Muss man später mal gucken, wie das dann ein Kampfsystem ist. Aber im Großen und Ganzen ein bisschen schwammig. Aber es geht. Oh Gott. Okay, es geht, sage ich. Oder das Pferd ist einfach doof zu steuern. Das kann auch sein. Alter, ich renn fast gegen... fast gegen den Baum gerannt. Okay. Ah, das ist schon schön. Schaut euch das mal an. Ah, das ist schon... schon nice. Auch mit dem Berg da. Weil Joel... ich muss sagen, der hat sich kaum verändert. Ein bisschen jünger geworden, würde ich sagen. Aber okay. Wir sind da, in Gate East 2. Ich weiß gar nicht, wie heißt die Stadt? Soll ich jetzt einfach da rein? Soll ich da rein? Ich hoffe, ich kann hier noch nichts finden oder so. Ich mag sowas eigentlich ganz gern. Ich reite einfach mal rein. Los. Schon okay, ich mach das. Geh schon. Sicher? Ja. Okay.
was wir vorhin besprochen haben. Ich hätte es wohl genauso gemacht. Ich nehm's mit ins Grab, wenn's sein muss. Bis später, Tommy. Hallo? Ellie? Scheiße. Mann, hast du mich gerade erschreckt. Ich hab geklopft, aber... Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du... Ihr hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... erzählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. Oh, what? Ich muss spielen? Wähle L, um Akkord auszuwählen. Warum muss ich denn spielen? Und dann? Ach so Scheiße. Oh, my stolen missing part.
believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. So, das war's. Naja, gar nicht mal so übel. Na, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein, 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 ich hab doch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träum schön. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Es hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Seth. Warte. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht... Ich würde echt nie... Oh, fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Oh, du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Oh. Pack dein Zeug zusammen, wir sind schon spät dran. Wir sollen unsere Sachen zusammenpacken, hat der Jessica. Ich musste instant an Glenn denken von The Walking Dead. Frag mich nicht. Ich musste instant daran denken. Nur, dass er halt lange Haare hat und Glenn ein bisschen jünger war und ja. Kenn ich. Kann ich die mitnehmen? Nein, kann auch nicht drauf spielen. Schade. Okay. Was kann man denn hier machen? Da steht ein Wecker. Bad. Oh, Fotos. Kann man irgendwie ranzoomen? Ja, ich weiß. Ich kann nichts runterladen, weil ich nicht im Internet bin. Du Genius. Ah, kann ich so ein bisschen. Okay. Pferde. Eine Motte? Freunde, nehme ich mal an. Okay, Freunde. Okay. Was haben wir da? Das ist ein Messer. Okay, das Messer, das nehmen wir mal mit, oder? Das Messer nehmen wir nicht mit? Oder muss ich random packen? Ohne zu sehen, was ich packen muss? Nee, anscheinend nicht. Ach so. Okay, die Jacke. Jacke, Dreieck. Okay, oh Gott. Okay. Schon Ewigkeiten her, dass ich mal ein PlayStation-Spiel gespielt habe, by the way. Oh, eine Knarre. Nice. Okay, gut. Wer schon hat, der hat, ne? Und ein Buch. Und ein Tagebuch. Ja. Nice.
Okay, ganz viel Marmelade hat sie da stehen und eingelegtes. Aber gut, sie sind aber am längsten haltbar, ne? Und so eine Apokalypse vielleicht, den auch? Ne, das ist ein Malermantel. Malt? Ja klar, Malz, die haben wir ja gesehen gerade. Okay, aber sonst noch nix. Nichts Großes. Hier, waschen nochmal vorher? Nein. Spiegelbild? Haben wir, immerhin. Wäre auch traurig, wenn nicht. Gut, was war's schon? Mehr muss ich nicht machen. Das ist ein Belüfter, nehme ich an. Kann ich mich ducken? Wie ducke ich mich? Kann ich das schon? Nein, kann ich an... Nee, kann ich noch nicht. Okay. Gut. Ich dachte, ich kann jetzt schon mal so ein bisschen die Steuerung klar machen, aber irgendwie geht das noch nicht. Was sehen wir da? Das ist ein Hase! Guck mal, das ist ein Hase! Tschüss, Hase. Okay. Aber Hauptsache ein Flat-TV, ja? Also das ging schon. Das ging schon in der Zeit, ja. Auch und eine Playstation. Klar, meine Playstation. Vor allem Playstation 3. Okay. Und Animes? Ist das Bleach? Brave Limit. Hauptsache, da liegen Animes rum. Okay. Animes, was ist das? Das kann ich nicht erkennen. Was ist das? Was steht da? Second. Nee, Sword. Sword Gear? Soll das eine Anspielung an Sword Art Online sein? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Was haben wir da oben noch? Animes wieder? Sehe ich da? Animes? Elemental Journey? Nebula Sea? The Tempest Scroll? Sieht ein bisschen aus wie Mononoke, das Bild. Was ist da? Gaunt Planet? The Guitar Girl? Last Sighting? Crystal's Moon, Overland Saga. Okay, das ist geil. Also das ist richtig funny, dass Animes drin sind. Ja, okay, Playstation, okay, kann ich noch verstehen. Aber Animes, damit hätte ich jetzt hier am wenigsten gerechnet. Was haben die hier für Zeitschriften? Warte mal. Okay, Cartoons, nee, auch Animes eher. Ja, okay, nee, das, ja doch, ja, so eine Mischung aus Cartoon und Anime und Karten. Das sieht interessant aus. Was ist das? Was ist das? Was steht da? Rebels of Fire. Achso, warte mal. Die haben man, glaube ich, im ersten Teil auch so ein bisschen gesammelt. Oder musste man oder konnte man so ein bisschen sammeln. Was hat sie hier noch? Sorry, aber dass das so jetzt so detailreich ist, das ist jetzt echt funny. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Easter Eggs. Animal of the Past. Okay, da ist die Erde. Das ist Poster halt, okay. Okay, ich glaube, wir haben mehr oder weniger alles gesehen, oder? Okay, gut. Nehmen wir das Messer jetzt noch mit? Ja, jetzt nehmen wir das Messer noch mit. Gut, das nehmen wir mit. Hey, ist Joel wach? Im Norden wurden Infizierte gesichtet. Oh, scheiße. Ja, aber bestimmt nicht lange schlafen. Jedenfalls nicht so lange wie du. Klappe. Wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Denke schon. Hätte nochmal auf Klo gehen müssen, aber passt schon, Mann. Kann ich jetzt rennen? Rennen kann ich immer noch nicht. Na, okay. Joggen. Ich wollte mal kurz gucken, ob hier hinten irgendwas ist, aber ich schätze, am Anfang wird sich nicht so viel aufbahnen. Ich schätze, man soll erstmal den... Ich schätze, es ist ja immer noch mehr oder weniger der Prolog und die joggt gerade mehr oder weniger alleine. Also, ich mach das gar nicht. Du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Ja, schon wieder. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Ja, geschubst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. Mann, schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Maria möchte mit dir reden. Wo ist sie? Im Diner. Geht's um Seth? Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung? Na, ein paar Bären sind bestimmt nicht schlecht. Warte mal. Ich kann ihr zuhören. Oder die Infizierten fressen sie. Hängt vom Infizierten ab. Hängt vom Bären ab. Moin, Leute. Okay. Dachte, okay, hier die reden auch noch. Hey. Hey. Gut. Aber man hört nicht viel. Okay. Aber ich könnte theoretisch gesehen nochmal gucken gehen, weil er wartet ja da.
Warte mal, ich möchte mal ganz kurz hier die Plantage angucken. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann nochmal die Chance dazu haben. Aber mich würde das mal eben interessieren. Es nervt mich nur, dass ich nicht rennen kann. Oder noch nicht rennen kann. Okay, dass ich hier nicht rein kann, war mir mehr oder weniger klar. Okay, da bauen die auf jeden Fall Tomaten an. Da bauen die Kürbisse an. Was bauen die da an? Gurken? Und da? Sieht man noch nicht. Vielleicht, nee, Möhren sieht es nicht aus. Keine Ahnung. Ah, Rüben, okay. Das könnte eine Art Melone sein? Bin mir nicht sicher. Könnten aber auch dasselbe sein wie das hier. Also doch Gurken? Keine Ahnung. Okay, dann gehen wir mal zu Jess. Oh, warte mal, da hinten ist noch ein Zelt. Da möchte ich mal gucken. Kannst du nicht schneller rennen, Mann? Irgendwo gedrückt halten, ey. Nochmal Tomaten. Okay, kann ich... Ach, guck mal, da. Das ist die... Ja, okay. Komm, ich halte mich wahrscheinlich zu lange auf. Die reden hier zwar alle nochmal... Kann ich nicht rennen? Renn doch einfach, ey. Schade. Okay. Dann gehen wir zu Jess und gucken, was Maria oder Marie von uns will. Gute Idee, ne? So, ich darf die Tür aufmachen. Aha, kein Gentleman auf jeden Fall. Kein Gentleman. Hey, also, alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Das mit Dina ist vorbei. Ich weiß, ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie, alles cool. Versprochen. Danke. Können wir gehen? Ich schätze, ne? Ja, gut. Also die haben sich hier wirklich so eine Stadt aufgebaut. Weil das gab, oder, ja, es gab so eine Stadt, in Anführungszeichen, aber nicht in diesem Ausmaß, sage ich. Also was heißt nicht in diesem Ausmaß, nicht in diesen Gegebenheiten. Ich nenne es mal Gegebenheiten. Warte mal, da kann man Tafel gucken. Warte mal, gucken. Helpend. Moving horse supplies from V-Side to S-Side. Also nach Westen, nach Norden of Stable Tuesday. Also, okay. Helping needed. We need someone to check on the horses on Friday. Ja, gut. Oh, da hängt eine Karte. Kann man die nehmen? Kann man die sammeln? Ach, die kann man sammeln? Ja, nice. Ah, nee. Weglegen, lesen kann man nicht mitnehmen. Wenden. Abgefahren, der Hammermann. Kann man lesen. Echter Name, Intelligenz 60, Mr. Kraft 40, entdeckte ihre Superkräfte an ihrem 13. Geburtstag. Wenn sie mit dem Fuß aufstampft, löst sich die Schockwelle aus, die ihr Gegner von den Füßen holen und im Extremfall sogar Gebäude zum Einsturz bringen. Wegen ihres beachtlichen Potenzials, Kollateralschäden anzurichten, müsste Sesim die Sorcery of Champions verlassen und wurde zum jüngsten Mitglied der New Dogs. Neutrale Schurkin. Okay. Kann man aber nicht mitnehmen, ne? Man kann nur reinzoomen. Okay, schwenken kann man so ein bisschen und wenden. Schade. Ne, nicht lesen. Ich hab gedacht, das wäre so ein... Ah doch, die nimmt die mit. Nice. Nice. Dreimal was gefunden. The Winter Dance. Okay. Und das da unten kann ich nicht lesen. Das gekritzelte da. Okay. Also ist so ein schwarzes Brett. So Quests, kann man sagen. Yo, what's los, Mann? Also es lohnt sich doch so ein bisschen schon rumzugucken. Okay, das ist gut zu wissen. Da ist ein Hund. Kann ich ihn streicheln? Hey, oh. Mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Ich ist der Hundi. Ja. Ich gehe nochmal trotzdem hier gucken. Guck mal, da ist auch ein Schneemann. Mal ein bisschen umgucken. Wenn man jetzt wirklich schon Sachen finden kann, dann bin ich dabei. Das sieht aus wie ein Schneemann, da kann ich aber nichts machen. Da spielen Kinder. Oh, guck mal, wie süß. Wie sweet. Okay, da kann man auch nichts machen. Da kommt man aber auch nicht. Oh, guck mal, die haben eine richtige Burg gebaut. Das ist schon, ne? Respekt, Mann. Respekt. Da muss ich schon sagen. Respekt. Warte mal, was macht der hier? Gitarre spielen. Ach, dem gehört der Hund, ja? Ja, Tommy und so kennt man übrigens auch vom ersten Teil. Joel und so auch. Also, wie gesagt, ich kann euch schon empfehlen, guckt euch erst das erste an. Oder guckt euch es irgendwo an oder spielt es selber oder so. Ja, also das kann ich echt nur empfehlen. Aha, ja. Oh, hi Ellie. Hey. Hab's schon mitbekommen. Bin ja nicht komplett taub, ne? Der Sharp, whatever. Oh, guck mal, was gibt's denn hier? Ach, guck mal. Hier kannst du richtig
Akkubohrers und so holen. Okay, also wahrscheinlich nicht wir, aber so overall gesagt. Ein Schmied, okay? Schmied, die plaudern wahrscheinlich auch über mich, wetten. Okay, ich verstehe nichts. Ich verstehe nicht viel. Ich müsste bei mir es lauter drehen. Irgendwie. Okay, gehen wir weiter, ja? Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Hin. Okay, kann ich hier auch schon irgendwas gucken? Nee, ne? Nee, kann ich mal? Danke. Entschuldigung. Ellie, komm bitte mal her. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuche mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich habe hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja, also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler-Sandwiches. Hm, riecht gut. Gehören dir. Sicher? Sicher. Ich bringe euch raus. Okay. Also keine Ahnung, was bei denen vorgefallen ist, aber es scheint ja irgendwas sehr Schlimmes gewesen zu sein. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er alt ist. Oh, da liegt noch eine Karte. Guck mal, ich bin ein richtiger Sammlerprofi, Alter. Guck mal. Ein bisschen kaputt, aber... The Keen Twins. Lesen. Wenden. Okay, bla bla bla. Intelligenz 80, Muskelkraft 80, Zugehörigkeit keine. Mit The Keen Twins kamen in einem Spark-Labor zur Welt und wurden als fehlgeschlagenes Experiment angesehen, dessen Ziel die Verbesserung der menschlichen Sinne gewesen war. Man setzte sie vor der Tür eines Waisenhauses aus, aber das verlassene Paar erkannte schon bald seine Fähigkeiten. Ophelia kam gehörlos zur Welt und fügte nicht nur über eine einzigartige Sehkraft, sondern kann auch Dinge im Infrarot- und Röntgenspektrum erkennen. Xander wurde blind geboren und kann mittlerweile hören, meilenweit hören, keine Schritt zu leise, kein Geheimnis sicher. Solange die beiden zusammen sind, sind sie sehr schwere Gegner. Erinnert mich an was. Aber okay, gut, nehmen wir mit, ne? Nehmen wir mit, wo war das nochmal? Weglegen. Einpacken oder so hätte besser getan. Okay, da kann man wahrscheinlich nicht mitlesen, nee. Moin, Leute. Okay. Nö, ich glaube, das war's dann auch hier. Ich glaube nicht, dass ich hier noch eine Karte finde oder so. Dann gehen wir nochmal mit raus. Und dann beende ich jetzt auch gleich den ersten Part, sofern möglich. Wenn du rausgehst, möchte ich, dass du Tommy und Joel ablöst. Die Jungs sind schon viel zu lange da oben. Wo treffe ich sie? Geh zum Posten im Nordwesten, da sollten sie heute noch hinkommen. Sei vorsichtig, in letzter Zeit wurden sehr viele Infizierte gesichtet. Na klar. Ja, ja, kein Thema, nur kurz gucken, ja. Das müsste dann niemand anders übernehmen. Hey, Ellie. Ja. Was denn? Warte. Ich komm gleich. Ja, ich muss kurz gucken, ob ich hier Karten finde. Rufus? Housebreaking Rufus. Okay, da kann ich nichts gucken. Da kann ich auch nichts gucken. Gut, ich glaube, so wirklich mit gucken ist nicht viel. Okay. Kennst du die Bachpfade? Nicht gut. Dina war schon oft dort. Dann übernehmt ihr beide das. Wer war die da? Ist ja geklärt. Das ging ja easy zu klären, hä? Huh? Das sieht aus wie eine Schule, hä? Huh? Oder ein Kindergarten? Ja, Schule. Ich würde es eher mal auf Schule tippen. Schule, Kindergarten, whatever, sowas halt. Kann ich hier runterspringen? Ja, Sekunde mal. Ich muss mal hier, erstmal muss ich hier gucken, ja? Okay, das sieht aus wie ein Plan. Guck mal da. My name is Mary. Hä? Huh? Aber nicht du, ne? Ne, die ist anders, ne?
Student of the Month. Favorite Fruit Apple, Favorite Color Pink, M Check for Frost and Plants, Bleach Toys, Fire Safety, Bleach Toys, Kinder Play. We need some warrant to help out this Thursday while Kelly is on patrol duty. Please let either Kelly or Bobby knows if there's something or could help with thanks. Okay. Was steht hier so? Attention lost and found has moved. The winner, das kennen wir schon. Oh, das da oben ist schwer zu erkennen. Need bla bla. Okay, gut. Okay, bevor wir jetzt aber weitermachen, werde ich den Part jetzt hier erstmal beenden. Wir haben jetzt so ein bisschen Prolog geschafft und ich schätze, dass es dann bald weitergehen wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.